Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin zurzeit noch in Tunesien und habe dieses Video eigentlich schon vor langem geplant, aber ich werde es heute machen, genau wenn ich morgen wegfliege. Also habe ich noch einen Tag und den werde ich nutzen, um dieses Video zu filmen. Auf jeden Fall stelle ich euch heute meine liebsten Produkte für den Sommer vor, die ich selber persönlich als gut empfunden habe und auch selber benutzt habe und zum Teil auch leer ist schon. Und ja, falls euch das Video interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir einfach mal mit den Haaren an. Und zwar habe ich da ein Produkt gefunden, was ich so krass finde. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut ist, ne? Also das ist das hier, das ist so eine Haarmaske von Garnier und da ist Aloe Vera drin, ne? Und das Gute ist immer, ich achte zurzeit nämlich darauf, dass es wirklich, dass da wirklich keine Silikone drin sind. Ja, keine chemischen Stoffe, die irgendwie Haare schlecht machen oder halt nur gut aussehen lassen, aber innen sind die halt immer noch total kaputt, wisst ihr, was ich meine. Und dieses Produkt, Leute, hat meine Haare gerettet. Ihr wisst ja, ich war 3 Wochen im Urlaub in Tunesien und ich war jeden Tag, außer ein paar Tage, am Strand und ich war immer draußen. Und meine Haare sind natürlich blondiert und da die blondiert sind, sind die halt noch empfindlicher gegenüber der Sonne und werden noch trockener und strapazierter. Und ich habe das wirklich jeden Tag benutzt, denn ich habe meine Haare auch fast jeden Tag gewaschen. Und Leute, ich bin wirklich so begeistert, wirklich extrem. Ich habe es meiner Mama gezeigt, ne? Und die hat ja auch blondierte Haare und sie auch so direkt so, oha, und so richtig krass. Sie hat ja auch Locken. Also es ist nicht nur für Locken, denn ich habe jetzt auch nicht mehr so krasse Locken. Und ich habe wirklich fast, also wir haben zusammen fast die ganze Packung hier verbraucht in 3 Wochen. Das Ding ist, du kannst es nicht nur als Haarkur benutzen, du kannst es auch kurz einwirken lassen als Spülung oder du lässt es als Leave-In-Kur drin. Das habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich meine Haare gewaschen, gekämmt und die sind dann halt danach so ein bisschen strohig gewesen. Und ich habe ein bisschen Öl reingetan, hat aber nicht so krass geholfen. Dann habe ich so ein wenig Dörfen reingetan in meine Spitzen und meine Längen. Und nochmal durchgekämmt und dann so nach oben geknetet. Dadurch sahen die nicht mehr so strohig aus, nicht mehr so frizzy aus. Ja, das Blond sah auch irgendwie viel besser aus, finde ich. Jetzt habe ich es nicht drin. Also ich habe meine Haare jetzt einen Tag lang nicht gewaschen, weil ich andere Sachen gemacht habe. Aber trotzdem sehen die halt irgendwie ganz gut aus. Aber wenn die das wirklich drinnen lässt, sehen die so gut aus. Und ich bin wirklich mega begeistert. Und werde mir, wenn ich wieder in Deutschland bin, eine neue Packung holen. Ich glaube, hier ist auch Glycerin, genau, Glycerin ist hier auch drin. Und wie ihr wisst, ist Glycerin ja etwas, was Feuchtigkeit spendet. Und das ist halt auch sehr gut für die Haare. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht so krass aus mit diesen ganzen Inhaltsstoffen. Aber was ich sehen kann, ist, dass hier auch noch Sonnenblumenkernöl drin ist, Grapefruit-Extrakt, Kokosnussöl. Und ich sehe hier nur pflanzlicher Ursprung. Und Parfüm ist halt leider auch mit drin, aber halt wirklich der letzte Inhaltsstoff. Ich kann euch das hier nochmal zeigen. Könnt ihr es nochmal selber nachlesen. Also wirklich mega, mega begeistert. Davon benutze ich dann auch dieses Shampoo hier. Das ist auch das von Garnier und auch das mit Aloe Vera. Ich kaufe mir dieses Shampoo schon seit letztem Jahr immer wieder jeden Sommer nach, weil es wirklich das Beste ist für meine Haare. Es spendet so viel Feuchtigkeit. Als nächstes habe ich dann dieses Produkt hier. Das habe ich ab und zu benutzt, wenn ich Bock hatte. Das ist so ein Salzspray, also eigentlich auch nichts Spektakuläres. Es ist einfach nur, ich fand es einfach irgendwie schön, weil immer wenn ich mir meine Haare geflochten habe, habe ich das dann reingesprüht in den nassen Haaren und dann bin ich so schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte ich dann so eine Beach Waves. Also es hat den Effekt wesentlich verstärkt, finde ich. Deshalb finde ich, dass es eigentlich ganz gut ist, vor allem für Leute, die vielleicht halt nicht so eine lockige, wellige Struktur haben von Natur aus. Weil dieses Zeug hat meine Haare welliger gemacht, als sie es sonst sind, wenn ich sie nur flechten würde. Deshalb fand ich das eigentlich auch ganz cool. Ich habe es halt nicht so oft benutzt, weil da halt Salz drin ist und es trocknet eure Haare schon ein wenig aus. Aber wisst ihr, so manchmal kann man sich das gönnen. An alle, die meine selbst von der Routine schon gesehen haben, werden dieses Produkt bestimmt schon kennen. Das ist dieses Schimmeröl hier von Yves Rocher. Wundert euch nicht, meine Nägel sind ab. Der Strand ist Katastrophe, ne? Also da bleibt nichts übrig. Sogar meine Gel-Fußnägel sind schon fast ab. Gel-Fußnägel ist schon
sehr hart. Naja, auf jeden Fall auch mein absoluter Favorit, auch seit letztem Jahr wieder nachgekauft. Ich liebe dieses Öl, ich habe es auch gerade jetzt ein bisschen drauf, man sieht es aber jetzt nicht so krass. Und love it. Es spendet auch Feuchtigkeit, es sieht hammer aus und es glitzert. Was ich noch extrem feiere, ist dieses Aloe Vera Gel hier. Ich weiß nicht, Aloe Vera ist, ich liebe Aloe Vera. Aloe Vera ist wirklich einer der besten Stoffe, die es gibt, um Feuchtigkeit zu spenden, was auch natürlich ist. Klar, ich weiß jetzt nicht, wie natürlich und wie bio dieses Aloe Vera jetzt hier drin ist, aber ich merke es, wie es sich auf meiner Haut macht oder in meinen Haaren. Ich merke diesen Unterschied zu anderen Produkten und deshalb kann ich euch das ja auch mega empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch gebräunt habt an dem Tag und eure Haut ein wenig gereizt ist. Ihr seht es halt nicht, ne? Aber eure Haut ist einfach gereizt von der Haut, weil die sozusagen verbrennt. Und ich benutze das halt als Bodylotion sozusagen und es kühlt extrem die Haut. Ich liebe dieses Gefühl, wenn es auf meiner Haut ist und es so richtig kühl anfühlt und der Tag so warm ist und es riecht auch wirklich gut. Ja, meine Mutter benutzt es auch. Sie hat eine sehr, sehr empfindliche Haut. Sie ist ein heller Typ, also gar nicht so wie ich, so ein dunkler. Ich bin so nach meinem Vater gekommen. Und sie benutzt es auch sehr gerne. Das hilft ihr nämlich auch bei ihren Rötungen im Gesicht. Das mildert nämlich ein bisschen die Rötung. Deshalb kann ich euch das auch sehr empfehlen. Ich wollte mir in Tunesien eigentlich so ein Produkt kaufen, weil hier gibt es halt wirklich 100%, nicht 100%, aber 99% echtes Aloe Vera. Aber das ist sauteuer und ich habe es gar nicht gefunden. Also ich wäre sogar bereit gewesen, den Preis zu bezahlen. Aber irgendwie, I don't know. Das nächste Produkt ist dieses On The Glow Moisturizer Stick von Pixi. Love it. Ich liebe dieses Stick, ne? Vor allem für den Sommer. Also das ist so ein Stick, der mega Feuchtigkeit spendet. Ich benutze den oft einfach für unterwegs, einfach so, um hier so ein bisschen mehr Feuchtigkeit in mein Gesicht zu bekommen. Und ich klopfe das dann einmal ein wenig ein. Plus, wenn ich halt keinen Bock habe auf Highlighter, dann mache ich einfach das hier rauf und das gibt mir eigentlich auch schon ein bisschen Glow, wisst ihr, was ich meine? Und das sieht so gut aus und es pflegt. Ihr könnt es auch auf eure Lippen machen, falls ihr euer Lipbalm vergessen habt oder so. Ihr könnt es auch auf euren Körper machen. Ich mache es auch voll gerne hier, weil es spendet halt Feuchtigkeit und es glänzt halt auch noch ein wenig, was ich mega geil finde. Plus, ich finde es richtig praktisch, dass es wie so ein Stick einfach ist, den ihr einfach mitnehmen könnt und mega praktisch. Hier steht auch, dass man das auch in den Haaren machen kann. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Lass mal probieren. Okay, fühlt sich ein bisschen sticky an. Okay, in den Haaren würde ich es jetzt nicht machen, aber so auf der Haut finde ich es vollkommen okay und liebe dieses Gefühl, weil ich finde, das ist auch gar nicht klebrig, ne? Also am Anfang ein wenig, aber wenn ihr es dann einklopft, dann gar nicht. Also ich spüre überhaupt nichts. Oh shit. Ich habe hier dieses Öl und dieses Öl hat mich so braun gemacht. Ich bin so braun. Okay, eigentlich man sieht es in der Kamera nicht so, aber ich bin wirklich braun, Leute. Hier, ihr könnt es sehen. Auf jeden Fall ist es dieses Tropical Tanning Oil von dieser Marke hier. Ich habe es zum ersten Mal benutzt, sonst habe ich immer dieses Öl von Garnier benutzt. Und das fand ich eigentlich auch gut, aber irgendwie, ich mag die Konsistenz von dem hier mehr. Der ist irgendwie dickflüssiger und der von Garnier ist irgendwie dünnflüssiger. Keine Ahnung, also ist eigentlich fast dasselbe, also ihr müsst einfach selber gucken. Probiert einfach beide aus und dann könnt ihr schon wissen, was euch gefällt. Aber ich mag ihn irgendwie mehr. Ich finde, der riecht auch irgendwie schöner und intensiver nach Kokosnuss. Also beide haben ja Kokosnussgeruch. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr schneller braun werdet. Und zwar, ihr nehmt euch das Öl. Ich mache jetzt nur so ein bisschen, weil es nur zur Demonstration gilt. Und habe dieses Öl jetzt hier drauf, ne? Dann verteile ich das ganz normal. Ich habe das Öl dann aufgetragen. Dann kommt das nächste.
was ich euch zeigen werde. Und zwar ist das diese Sprühflasche hier. Das ist einer meiner Must-Haves diesen Sommer. Must-Have. Jeden. Für jeden, der braun werden will. Für jeden, der etwas Erfrischung braucht. Und holt es euch einfach. Und zwar ist es einfach eine stinknormale Sprühflasche. Ich habe da drin jetzt ein wenig Rosenwasser reingemacht. Es ist so ein tunesisches Rosenwasser, aber ihr müsst kein Rosenwasser benutzen. Könnt es einfach. Ich habe es einfach gemacht, weil ich den Geruch mag. Und Wasser. Also so, ich habe glaube ich bis hier so Rosenwasser und der Rest ist halt Wasser. Und wenn ihr Öl aufgetragen habt, dann sprüht ihr einfach so lange, bis ihr so kleine Wasserblasen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn Öl und Wasser sich treffen, die verschmilzen ja nicht miteinander, sondern das Wasser setzt sich halt ab auf der Oberfläche, jetzt bei dem hier. Und wenn ihr das habt, dann legt ihr euch hin und chillt euer Leben. Und dann wartet ab, wie braun ihr werdet. Aber ihr müsst diesen Vorgang immer wiederholen. Je nachdem, wenn das Wasser getrocknet ist, dann müsst ihr wieder Wasser raufsprühen. Ich mache das immer so nach 10, 15 Minuten, dann geht das klar. Aber ihr müsst halt nicht nochmal Öl drauf machen, ne? Also, weil ihr habt jetzt die Ölschicht drunter. Einfach nur Wasser nochmal rüber und dann chillen. Dann verdunstet das Wasser, ihr werdet braun. Und dann sprüht halt nochmal Wasser rauf. Und wenn ihr halt in der Zwischenzeit schwimmen geht, dann, wenn ihr rauskommt, macht nochmal Öl rauf und dann nochmal wieder Wasser und die gleiche Prozedur, bla bla bla. So, das ist mein Trick, wie ich so braun geworden bin diesen Sommer. Ah, bevor ich es vergesse, ich habe noch ein Haarprodukt für euch, was ich mega feier. Ich habe mir von Primark dieses Jahr diese Keratin-Protein-Haarmasken geholt. Ich habe mir mehrere davon geholt und ich glaube, ich hatte 5 geholt. Und das ist jetzt das letzte, was übrig geblieben ist. Ich habe es halt nicht so oft benutzt, weil ich halt dieses andere benutzt habe. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das andere, dieses Aloe Vera, immer noch am krassesten, ne? Aber ich bin halt so ein Mensch, brauche Abwechslung und deshalb habe ich mir auch das geholt. Und das ist so, so, so geil, finde ich. Ich finde, es spendet mir auch mega Feuchtigkeit und macht meine Haare auch viel weicher. Und ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich Keratin, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich meine Haare stärkt. Ich glaube, dafür müsste man das öfter benutzen. Ich habe jetzt aber keine negativen Erfahrungen damit gemacht, sondern eher positive. Ich weiß halt nur nicht, ob das Keratin wirklich, also ob das wirklich stimmt. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht richtig die Inhaltsstoffe gesehen, aber hier steht halt, dass an zweiter Stelle Cetaryl Alkohol ist. Alkohol an zweiter Stelle bei Haaren ist ein wenig kritisch, aber nicht jedes Alkohol ist schlecht, aber ich glaube, es ist. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ich finde es trotzdem geil. So, als nächstes habe ich diese Gesichtsmaske hier. Und zwar ist das so eine Tuchmaske. Ich hatte eine von Garnier, diese in Pink. Ihr kennt die bestimmt, diese Tuchmaske, ne? Die gibt es ja in verschiedenen Farben und verschiedenen Inhaltsstoffen. Ich mag die Pinke irgendwie am meisten. Ich habe aber gerade voll vergessen, was sie macht. Eigentlich ist alles gleich, finde ich. Passt, glaube ich. Auf jeden Fall, Tuchmasken sind sehr wichtig, denn euer Gesicht wird auch sehr strapaziert von der Sonne. Und ich finde, dass eine Creme alleine nicht reicht, denn ab und zu kann man sich ja sowas gönnen. Ich finde, es tut auch richtig gut auf der Haut. Vor allem, wenn ihr das kurz im Kühlschrank lässt und es noch oder und es dann auf euer Gesicht raufpackt. Ein Traum. Das hier ist eine koreanische Marke. Ja, aber eigentlich tut das jede Tuchmaske. Ihr müsst halt darauf achten, für was das ist und was für Inhaltsstoffe drin sind. Yes. Dann habe ich noch ein Lieblingsprodukt entdeckt, und zwar ist das hier. Das sind solche Augenpads. Und das hier ist auch von Primark, aber es ist made in Korea. Und Korea hat mittlerweile eine der besten Skincare-Produkte. Ich teste gerade selber welche aus. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch ein Video darüber machen, wie die Produkte so mit meiner Haut klarkommen. Und kann euch ein wenig darüber erzählen, was daran besser ist als die in Deutschland. Lasst es mich einfach wissen. Und hier ist Vitamin E drin, ne? Und ihr habt hier 15 Treatments, das heißt 15 solcher, also zwei jeweils, ne? Ihr wisst, was ich meine, 2 mal 15. Donner. Was ich auch richtig gut finde, ist, dass hier an erster Stelle sehr gute Inhaltsstoffe stehen, Wasser, Glycerin,
dann irgendwas Pflegendes, nochmal irgendwas mit Glycerin. Papaya-Extrakt, Fruchtextrakt, Rosenwasser, Kamillenwasser, also wirklich sehr gute Stoffe. Und Castor Oil, oh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Rizinusöl, glaube ich. Love dieses Produkt. Also ich habe sehr oft müde Augen. Ich habe nicht wirklich Augenringe. Ich habe hier halt so eine Ader oder so, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich höre halt oft, dass meine Augen extrem müde sind. Und wenn ich das halt mal aufmache, dann geht es mir irgendwie besser. Also ich fühle mich dann wacher. Und dieses bewahre ich auch im Kühlschrank auf. Ich hab jetzt schon die Hälfte davon benutzt. Und ich liebe dieses Produkt, ich würde es mir wieder kaufen. Dann habe ich noch dieses Wasserspray hier von Valer in Kokos. Ich liebe Kokos, ne, Leute. Ich liebe Kokos und ich liebe Aloe. Und ich musste mir das holen. Also ich habe es mir jetzt zum zweiten Mal geholt auch. Und ich finde das so erfrischend. Klar, so eine Wassersprühflasche tut das auch. Aber ich liebe halt den Duft von Kokos. Vor allem, ich stelle es auch in den Kühlschrank rein. Und ich finde es halt praktischer, das hier mitzunehmen, als jetzt diese Sprühflasche hier, weil das meistens nicht in meine Tasche packt und keine Ahnung. Ich finde, es hier ist für unterwegs wirklich sehr praktisch. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass hier halt auch Alkohol drin ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das halt dieser wichtige Alkohol ist, um das Produkt herzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne mich jetzt auch nicht so krass aus, aber es gibt halt ein paar Unterschiede. Was ich auch, was ich auch liebe, ist der Sprühnebel. Der ist so fein und wenn du auch Make-up drauf hast, passiert einfach nichts, weil der so extrem fein ist und da schmilzt einfach nicht. So schade, dass hier kein... Achso, warte mal, hier ist doch Glycerin drin. Entilexil-Glycerin. Sehr gut. Das ist natürlich noch besser. So, als letztes, meine Lieben, habe ich noch diese wunderschöne Tasche hier. Ich liebe diese Tasche, ne? Und ich bin so froh, dass ich mir die geholt habe. Die hier ist von Primark und da steht Bikini Bag drauf, wie ihr lesen könnt. Und da hat einfach alles reingepasst, was ich brauche. Also hier ist noch meine Sonnenbrille drin, meine Kopfschmerztablette und Bonbons und so, weil ich krank war. Und hier hat eigentlich alles reingepasst. Mein Handy hat reingepasst, mein Öl hat reingepasst, wie ihr sehen könnt. Passt perfekt. Was hat noch reingepasst hier? Ah, dieses Stick hier hat reingepasst und dieses Wasser hat auch reingepasst. Und noch so ein bisschen kleinen Krimskrams und ich glaube, mein Bronzer hat auch noch reingepasst und Pinsel. Ja, deshalb. Die hat nur 3 Euro gekostet, was ich mega finde. Und was ich halt auch richtig gut finde, ist, dass die Oberfläche so glatt ist und ein wenig auch abweisend. Ich hätte es jetzt nicht gedacht von Primark, ehrlich gesagt, aber ich hatte die oft im Sand drin und nichts, es ist wirklich nichts drauf. Und die könnt ihr einfach ganz normal mit klarem Wasser abwaschen und wieder verwenden. Also ich könnte auch das drinnen waschen und müsst es einfach nur umdrehen und dann seid ihr ready. Ach so, eine Sache habe ich noch für euch und zwar ist das diese Hülle hier fürs Handy. Und ich fand das so praktisch. Ich hatte es mir schon letztes Jahr geholt, nur habe ich dann noch kein YouTube gehabt, deshalb zeige ich es euch erst jetzt. Und ich mache da halt mein Handy rein. Okay, mein Handy hat jetzt so eine Hülle mit so einer Schnur, aber halt, es kommt so rein. Und ihr verschließt es dann hier einfach ganz oben und geht damit schwimmen. Also ich habe wirklich damit Unterwasserbilder gemacht und Videos. Und das ist richtig cool, weil eigentlich braucht man dafür immer voll die teure Kamera, so eine GoPro oder so. Aber jetzt kann man es einfach mit dem Handy machen. Und das Wichtigste ist, ich kann auch mit dieser Folie hier tippen. Ohne Probleme, wirklich ohne Probleme. Alles funktioniert super, mein Handy lebt immer noch. Falls ihr euch so eine Hülle bestellt, legt vorher 2-3 Taschentücher rein. Verschließt das gut, also drückt erstmal die Luft aus und dann verschließt ihr das gut. Dann macht ihr eine Schüssel Wasser oder ein Waschbecken voll mit Wasser und lässt es dann drinnen. Am besten steht noch etwas Schweres drauf, damit es unten bleibt und dann lässt ihr das so eine halbe Stunde stehen. Und dann nehmt ihr das Taschentuch raus und guckt dann halt, ob es trocken ist oder nicht. Wenn es nicht trocken ist, dann natürlich ist da Wasser reingekommen, dann würde ich mein Handy auch nicht reinlegen. Aber falls es wirklich trocken ist, dann könnt ihr euer Handy problemlos reinlegen und es passiert gar nichts. Ich war damit schwimmen.
Leute, ich schwör's euch, die Wellen waren so hoch. Ja, okay. Und ich bin durch die Wellen. Mein Handy geht jetzt so perfekt. It's still alive. Und diese Hülle war wirklich nicht teuer. Ich habe die von Amazon damals. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Wenn ja, dann setze ich ihn euch rein. Wenn nicht, dann gucke ich nach einer Alternative, weil es gibt, glaube ich, jetzt sogar viel, viel mehr Auswahl. Plus, ihr habt so eine Schnur. Könnt ihr echt so ranhängen. Auch. So, wie so ein Dulli. Also, nee, ich habe es mir einfach immer am Handgelenk so dran gemacht, einfach, weil ich das irgendwie voll hässlich fand hier. Ja, das war's mit meinen Must-Haves für den Sommer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Ideen für den nächsten Sommer oder vielleicht, wenn ihr noch in den Urlaub fliegt, dass ihr euch ein paar Inspirationen holt. Ich kenne das nämlich so. Ich bin auch immer so, wenn ich kurz vorm Fliegen bin, so, oh mein Gott, irgendwie was brauche ich noch oder ist dieses Jahr irgendwas Krasses oder muss ich das unbedingt haben? Ich bin auch immer so und gucke mir immer erstmal ein paar Sachen an, die man sich noch holen könnte. Deshalb, ich hoffe, es war so ein bisschen eine Inspiration, falls ihr euch etwas holen wollt. Und natürlich bedanke ich mich dann trotzdem wie immer bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Urlaub oder Ferien oder Tag oder was auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bye!